Jetzt kommt eine Frau, die was kann. Ich weiß nicht, ob sie gute Stimmenimitatorin ist. Wahrscheinlich auch. Sie selbst hat eine sehr interessante... Ihre Stimme kann man fast nicht imitieren. Ihr Organ ist auch sehr interessant. Auch sehr Schauspielerinnen-untypisch. Sie hat überhaupt alles, was klassische Schauspielerinnen nicht haben. Und deswegen muss man sie eigentlich vergöttern und lieben. Bitte begrüßen Sie die unvergleichliche Gerti Drassel. Bravo! Liebe Gerti, magst du was trinken? Ja. Was darf ich dir zu trinken geben? Ein Glas Wein. Das ist schon so eine bezaubernde Stimme. Bezaubert? Ja. Ja, genau. Stimmt das wirklich, diese Geschichte, die ich gelesen habe? Ein Glas Wein hätte ich gern. Du kommst aus Südtirol. Ich könnte Gerti Drassel parodiert werden. Ja. Ein Glas Wein hätte ich gern. Aber stimmt, ist es wirklich, weil du bist aus Südtirol, aus einem kleineren Ort, oder? Aus Eppern. Ja, kleiner hat so 10.000, 11.000 Einwohner. Immerhin. Ja. Aber stimmt es, dass du dann in Wien auf der Schauspielschule warst und deine Schauspiellehrerin dir gesagt hat, du darfst jetzt eine gewisse Zeit lang mit deiner Mutter nicht mehr im Dialekt reden? 2 Jahre. Damit du Hochdeutsch irgendwie, eine Art Hochdeutsch lernst? Eigentlich war es die Assistentin meines Sprechlehrers. Ja. Die hat mir diesen Und das hast Tipp du gemacht? Du hast dann deiner Mutter gesagt, guten Tag, Mutter? Nein, habe ich nicht gemacht. Was hat sie gesagt? Hat sie nicht gemacht. Ja, habe ich verstanden. Es gibt ja Leute, die die Vorstandswerbung nur wegen dir geschaut haben. Aha, okay. Das ist das Gute, ne? Aha. Hast du Vorstadtweiber schon mal geschaut? Ja, habe ich schon mal geschaut. Weil du musstest, oder? Nein, ich habe es auch gern geschaut dann. Ja, doch. Ja, aber du hast auch da eine Frau sozusagen neben der Spur gespielt irgendwie, oder? Die also Maria, Naja, neben der Spur. Ich fand sie am Anfang ziemlich, also ich habe sie überhaupt nicht verstanden, die Figur. Ich fand sie ziemlich, ich dachte nicht, dass es solche Menschen überhaupt gibt, als ich es gelesen habe. Und ich war aber sehr arrogant, das zu denken, weil ich fand es eigentlich dann letztendlich überheblich von mir. Mhm. Habe dann im Laufe der Arbeit an ihr, mit ihr zusammen auch eben herausgefunden, dass es eben einen Menschen wie Maria Schneider durchaus gibt. Ja. Bist du dann ähnlich wie er in der Arbeit an einer Rolle, dass du auch stimmlich dich veränderst, was diese Rolle betrifft? Oder versuchst du das eher zu erfühlen? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Machst du auch die Lippen? Das mache ich bei der Maria nicht. Aber was schon wichtig war zum Beispiel, wie sie aussieht. Also das war schon sehr wichtig. Wir haben ganz lange herum überlegt, warum sie dann auch, sie hatte diese Frisur gehabt, diese sehr bezeichnete, immer da den Knödel hinten oben und so. Ja. Und da haben wir lang umeinander gedüftelt mit der Helene Lang und die hat das mit mir zusammen entwickelt, diese Maske und auch das Kostüm. Weil ich irgendwie fand, sie braucht sowas wie einen Panzer. Das hätte ich nicht gedacht, dass du so ein Team-Player bist. Das heißt, dass der Regisseur ist wichtig, die Regieassistenten, die Kollegen sind wichtig. Alle. Man entwickelt die Rolle wirklich gemeinsam? Ja, ich finde, das ist das Tolle an dem Beruf, dass man es miteinander macht. Aber das machen nicht alle so. Es gibt auch Schauspieler, das weiß man ja auch, Schauspieler, die quasi in der Gruppe arbeiten, die verstehen, dass das ein Beruf ist, wo man auf einer Bühne mit mehreren gemeinsam eine Szene spielt zum Beispiel. Und dann gibt es andere, die wollen glänzen. Das gibt es. Das ist sogar eine Übung an der Schauspielschule, glaube ich, dass man andere das von der Bühne schießt. Wollen? Nein, das gibt, die Übung habe ich verpasst. Brandauer als Lehrer zum Beispiel hat das so gemacht. Also ich habe einen Kopf und mit uns hat das nicht gemacht. Wirklich? Nein. Mhm. Okay. Aber, aber vielleicht gibt es das ja als Fach. Vielleicht. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich habe keine Ahnung, es ist mir egal. Du bist nicht nur gern gebuchter Star bei Filmen und Theater, sondern hast dich jetzt auch im Kunsthistorischen Museum einer Performance gewidmet, wo unter Gemälden oder neben Gemälden sozusagen Texte davor, von Künstlern performt werden. Mhm. Ganymed ist das Projekt im Kunsthistorischen Museum von der Jacqueline Kornmüller entwickelt und es ist super. Ich bin jetzt an Proben nachts alleine im Kunsthistorischen Museum. Echt? Mit einem Aufpasser, weil sonst kann ja was passieren. Jetzt wird die Saliera wieder gestohlen. Genau, ja. Du hast genug erklärt, liebe Gerti. Wir schauen uns einfach mal einen Ausschnitt an. Hier, Gerti Drassel im Kunsthistorischen Museum. Ganymed. Trantou meinte auch, auf ihren natürlichen Körper reduziert sieht man hier eine dicke Kleinbürgerin. Aber was man sieht, ist eine mächtige Frau im doppelten Sinn. Im natürlichen Sinn wie eine mächtige Torte und im politischen Sinn. Diese gottgewollte Macht eroberte sie sich durch
Entschlüsse. Durch Handeln, durch Kriege, durch Reformen. Eine ganze Armada an Reformen, um dem Gottesgnadentum eine Vernunftordnung, der Erhabenheit eine Bürokratie und der symbolischen Herrschaft eine rationale Verwaltung zu geben. Ja, ein kleiner Ausschnitt nur. Gerti Drassel, Ganymed. Ein Selbstbild. Und habe ich richtig verstanden, in verschiedenen Räumen treten parallel Schauspieler und Schauspielerinnen auf. Es ist, man geht wie eigentlich, wenn man durchs Museum geht und man kann sich dann auch entscheiden, wo man zuschaut oder nicht und sich Geschichten und über dieses Jahr ist das Thema Macht. Ja. Ganymed in Power. Wir und das ist, das dein Thema Text macht. Ist von Isolde Charim ja, und genau. Die anderen Texte sind von anderen Autoren. Genau, und es gibt auch Musikstücke, es gibt Tänzer, die tanzen. Es ist ein ganz tolles, schönes, unglaubliches Erlebnis. Ja. Bist du eigentlich momentan Teil eines Ensembles oder bist du freie Schauspielerin? Ich war noch nie Teil eines Ensembles. Ja. Warum eigentlich nicht, wenn du doch so gerne im Team arbeitest? Ja, weil ich dann doch auch gern frei bin. Aha. Ja, aber wenn ich dann im Team bin, bin ich im Team. Aber ja. Dann gehe ich ja wieder. Aber es ist natürlich auch gefährlich, weil man sozusagen kein fixes Gehalt bekommt. Das heißt, es kann sein, auch im Falle einer Gerti Drassel, dass sie über 3-4 Monate kein Geld verdient, weil die Bücher, die präsentiert werden, vielleicht zu schlecht sind. Ja, das ist auch schon passiert, ja. Das heißt, bist du von Armut bedroht? Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich habe mich auch schon arbeitslos gemeldet in meinem Berufsleben, ja. Und es geht vielen Schauspielern so, die eben zwischen ihren Engagements quasi keinen Job haben. Ja. Allein um versichert zu sein. Ja. Du hast unglaublich viele Filme gedreht. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir deine Filmografie anschaue. Ja, aber das hat sich ja dann so entwickelt. Aber ich bin jetzt nicht, also es gibt bei allem wieder Zeiten, wo man halt nichts zu deren hat. Also ich bin jetzt, es gibt, ja. Aber ist es dann so in Zeiten der Geldknappheit, auch in deinem Fall, dass du dir denkst, das Drehbuch, das mir gerade geschickt worden ist, es ist zwar scheiße, aber ich mach's, weil ich dafür kriege 10.000 Euro? Lehnst du aus Inhaltsgründen auch was ab? Nein, ich tue mich schwer. Also wenn mein Bauch Nein sagt, dann ist Nein. Ja, wann hat der Bauch das letzte Mal Nein gesagt? Sag ich nicht. Das kann man nicht sagen, okay. Ja, kann ich verstehen. Und kann es aber theoretisch sein, dass der Bankbeamte deinen Bauch überzeugt? Ja. Frau Drassel, Sie müssen spielen. Nein, aber sicher hat sich das schon verändert. Also jetzt, je älter ich wäre, bin ich ja so ein bisschen, sagen wir, so rationaler geworden vielleicht manchmal. Aber ich kann jetzt nicht was machen, wo ich denke, nein, das mache ich jetzt leih wegen Geld. Du bist ein sehr emotionaler Mensch. Wir haben mehrere Ausschnitte gesehen, wo du Preise bekommen hast. Und wir haben uns entschieden, einen Preis zu zeigen. Es war der Nestroy-Preis. Das war, glaube ich, der erste. Da warst du sehr jung. Das ist lange her, aber das ist wirklich, es ist wirklich berührend. Okay. Finde ich auch. Ertrage es, bitte. Oh, einige. Ja, du. Ja, danke. Ich freue mich wahnsinnig. Und ich möchte mich bedanken in erster Linie bei meiner Familie, die da ist, also der Papa und die Mama, und beim Sami, meinem Freund und meinen Freunden, und bei meinen zwei Regisseuren. Und ja, ich freue mich einfach gleich. Hier oben noch. Gerti Drassel 2003, vor 17 Jahren. Ja, das haben meine Eltern gesehen. Ja, deine Eltern waren da. Stimmt es eigentlich, dass dir Schauspielpreise, und du hast ja einige bekommen, dass dir Schauspielpreise in Wahrheit relativ egal sind, aber deinen Eltern ist es wichtig? Nein, also sie haben sie alle. Also sie sind nicht bei mir, sie sind alle bei meinen Eltern. Aha. Ja. Die nehmen sie dir sofort aus der Hand? Genau. Nein, ich finde das allem Scheren und so, aber vielleicht ist das auch blöd von mir, ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das hat auch mit meinem Beruf für mich nicht so viel zu tun, dann so ein Pokal oder sowas zu tun. Ja, habe ich verstanden. Ja, aber tern habe ich noch nie gehört. Das ist Südtirolerisch. Ja. Aber machst du eigentlich Italienisch auch? Jetzt habe ich meinen ersten Film auf Italienisch getrennt. Ah. Ja. Wann? Wann war das? Vorletztes Jahr schon. Oh Gott sei Dank. Ja. Achso, Hachi. Ja. Ja, genau. Hachi. Ja, Hachi. Ja. Könntest du eigentlich was theoretisch parodieren auch? Oder ist das ein Fach, das du nicht... Also, könntest du Gerti Drassel jetzt parodieren? Ja. Du hast sie jetzt 20 Minuten lang gesehen. Wie würde die Gerti Drassel-Parodie aussehen? Es ist eine Scherne-Frau.
muss ich sagen. Und es klingt ein bisschen wie der Christoph Innerhofer wahrscheinlich. Oder wie der Dominik Paris. Den haben wir auch gesehen bei der Runterfahrt. Es ist fast ein bisschen Schweizerdeutsch. Ja? Jetzt bist du ja, in der Schweiz okay. gelandet. Ja. Er übt ja auch gerade. Er ist schon nah dran. Ja, es ist, es ist nah dran. Ja. Gut. Aber ist es so, dass wenn du zum Beispiel in Berlin über die Straße gehst und jemanden nach dem Weg fragst auf Deutsch, dass jemand dir auf Englisch dann antwortet? Nein, nein. Nein. Ja. Und italienisch. Genau. Oddio. Na, na, na. Wo hast du denn dann gedreht? Hast du dann so klassisch so Cinecittà oder? Na, in Eppan habe ich gedreht. Ah, eh, in Südtirol. Ja, daheim, wirklich so. 5 Minuten von mir daheim. Wer hat die Kamera in der Hand gehalten? Dein Vater? Oder? was war das für ein Film? Das war ein Film, der ist schon im Kino gelaufen, da in Österreich. Der Alles wird gut gehabt. Ah, alles wird gut. Mit Pfeifrader. Mit Pfeifrader. Ja, genau. Ja. Wollten wir eigentlich auch läuft zeigen, noch, läuft noch immer. Aber es läuft nur mehr in einem Kino, glaube ich. Ja, ja. Genau. Oh. Genau, ja. Und, du setzt dich sehr für Eisbären ein. Genau, wir setzen uns für Eisbären ein, der Robert, Balfreda und die, wir sind ein Paar. Und, Balfreda, das ist sehr gut. Er ist auch Südtiroler. Ja, also ja, aber die Szene, die wir gesehen haben, war auf Deutsch. Ja, ja, das haben wir ja dann alles synchronisiert für da. Und in Italien läuft er erst im Kino an. Glaube ich, jetzt im März, ja. Mhm. Mit einem Claudio Amendola. Kennst du den Claudio Amendola? Nee. Ist ein super Schauspieler. Bestimmt. Ja. Claudio Amendo? Ja, Amendola. Amendola sogar. Amendola, ja. Ma. Claudia Amendola. Claudio. Claudio. Ja, Claudio. Claudio. Genau. Der Claudio. Der Claudio. Der Amendola Claudio. Ja. Wie ist es eigentlich bei dir, liebe Gerti? Du bist eine formidable Komödiantin, aber auch im ernsten Fach zu Hause. Gibt es Präferenzen? Was ist? Ja, das ist so ein Schmackssatz. Du bist auch im ernsten Fach zu Hause. Das ist so ein Satz wie irgendwie... Ja. Ja, ist so albern. Warum? Hat man, das haben wir schon so oft gehört. Das ist wie so die Parodie eines Kulturredakteurs. Sie sind auch im ernsten Fach zu Hause. Ja, ich wohne manchmal da und manchmal da, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich lieber mache. So, ich mache alles gern. Ja, gibt's was du nicht gern machst? Mike, das ist doch eine alberne Frage. Das hört man überall, oder? Hört man überall. Eine peinliche Frage. Hast du dich gern verkleidet als Kind? Ja. Was? Ja, ich habe mit meiner Cousine an einem Sissi gespielt. Und dann haben wir uns auch das Federbett so, also das Federbett war dann so das Kleid, das kann ich mich erinnern. Ja, und wart ihr beide Sissi dann? Oder? Ja, klar, auf alle Fälle, genau. Und beide depressiv, oder? Ja, nein, wir waren natürlich unglaublich glücklich. Aber das war ja jetzt wegen Verkleiden, das kann ich mir erinnern, dass ich das getan habe. Aber Susan, ich weiß nicht, ob ich mich so viel... Ich habe schon so gespielt viel, also dann eher so... aber so verkleidet, glaube ich, nicht. Aber du hast doch Ballett vor allem gemacht. Ich habe viel Ballett gemacht, ja, 13 Jahre lang. Was tanzt du heute noch? Also gibt's in der Kuchel daheim, so ein bisschen für mich, aber nein. Wir sind ja wirklich froh, dass du gekommen bist. Wir haben ja im Vorfeld gehört, Gerti Drassel mag das Scheinwerferlicht eigentlich abseits ihrer Arbeit im Theater oder im Film nicht so gern und das Getue am Red Carpet. Ist es eine Überwindung für dich, in solche Fernsehsendungen zu kommen? Also ich mich halt, also ich habe es davor erst daran gemeint, also ich mich wirklich gefreut, weil ich ein Fan bin, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ja. Das aber, vielen Dank. Ich bin aufgeregt deswegen gewesen, weil ich das alles da anschaue, daheim im Fernsehen. Echt, du schaust es an? Ja. Und jetzt hocke ich da. Und jetzt hat mich gefreut. Und ich bin ein voller Fan von Maschek, von Enk, von Ruskaya. Deshalb hat es mich deswegen ein bisschen Überwindung gekostet, dass ich sagen, ja, ich traue mich da her, weil ich so ein Fan bin. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Gerti Drassel. Gerti Drassel, mein Gerti Drassel und Alex Christian waren heute hier. Vielen Dank. Vielen Dank.